Ja, Leute, da wäre ich wieder zur nächsten Folge von Minecraft Switch und heute gibt es tatsächlich mal ein ganz anderes Video. Und zwar befinde ich mich in einer Welt, in der ich schon lange nicht mehr gewesen bin auf diesem Kanal, aber die kennt ihr noch aus dem Gameplay, was ja hier auch mal als eigenes Format kam und Alter, wie die hier rumrennen noch in der Version. Naja, ich befinde mich jedenfalls in der 1.12.2. Weil ich hier an dem Rechner jetzt nicht die anderen Möglichkeiten habe. Da kann ich nur alte Versionen spielen, über einen alten Launcher noch und so. Aber besser als nix, würde ich sagen. Und Alter, jetzt hat sich ja auch wieder einiges umgestellt. Controls mache ich mal natürlich Autojump aus. Und Sensitivity, weiß ich gar nicht, ob 90% so gut ist. Wie habe ich denn das sonst eingestellt? Naja, jedenfalls haben sich die Optionen wieder alle zurückgesetzt, weil ich nämlich vorhin. Nee, nicht vorhin, sondern irgendwann mal. Eigentlich über einen anderen Ordnerpfad auch in der Beta war. Aber teilweise gibt es den Fehler, dass der dann trotzdem den Ordnerpfad von der Originalversion nimmt, also hier. Und also das ist halt der Standardordner von Minecraft. Deswegen ja, stellt sich dann auch natürlich direkt das um von den Optionen, obwohl du das eigentlich gar nicht wolltest. Und ein anderes Profil angelegt hast und so weiter, ne? Wie man es kennt vom Minecraft Launcher. Aber ich weiß auch nicht. Es ist halt auch noch eine alte Version vom Launcher. Das wird wohl sein, warum der Bug auftritt. Aber warum der überhaupt existiert, ist ja die Frage. Denn damals hat mich das genauso schon natürlich gestört. Und das war ja einige Jahre drin. Also eigentlich hätte ich das nicht erwartet. Aber gut, egal. Ich werde jetzt erstmal hier den Weg weiterbauen. Ich weiß nicht, wie ihr die Welt noch kennt. Ich habe ja hier immer weitergespielt in verschiedenen Sepp-Folgen zuletzt, aber vorher hatte ich auch eine eigene Serie auf dem Robsieber-Kanal dazu, in der ich wirklich viel gespielt habe nochmal. Also da ist ja eigentlich das Gameplay genauso weitergelaufen wie hier früher auf dem Kanal als stumme Folgen. Aber ich weiß gar nicht, hatte ich dort überhaupt mit Folge 1 angefangen? Oder Folge 101 oder so. Denn ich hatte ja hier schon 100 Folgen im Prinzip gemacht. Da müsste ich nochmal nachgucken sogar, wie das dann gelaufen ist. Jedenfalls hatte ich damals die Idee, das dort fortzuführen. Das hatte ich glaube auch hier mal auf dem Kanal angesprochen, dass das ja, ja, mal fällig wäre. Beziehungsweise ich auch immer hin und her überlegen war, ob ich das hier sogar noch fortführe, weil das ja ursprünglich von dem Kanal war. Und natürlich denkt man dann erstmal, naja, irgendwie wäre es schon besser, wenn es da auch fortgesetzt wird, aber auf der anderen Seite passt es halt nicht mehr dazu, weil ich ja hier größtenteils kommentierte Videos mache auch. Und achso, ich glaube, bei denen gibt es übrigens Probleme, dass die manchmal ertrinken in dem Wasser. Deswegen wäre es gut, die erst auswachsen zu lassen. Das ist ja auch noch so ein Fehler jedes Mal gewesen. Aber weiß auch gar nicht, ob das in der Version drin war oder davor oder danach. Nur 1.12 habe ich eigentlich auch in Erinnerung als in dieser Hinsicht problematisch. Und Alter, was wollte ich denn hier machen? Lol. Habe ich da einfach einen Turm bauen wollen? Oder eine Redstone-Konstruktion? Ich kann mich nicht mehr erinnern, gell? Auf jeden Fall habe ich das anscheinend damit ausgemessen. Aber da sieht man auch schon wieder, was hier los ist in der Welt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was abgeht. Und naja, ich kann ja erstmal die ikonischen ursprünglichen Orte absuchen. Hier hätte ich da auch mal Sand gefarmt. Also es ist schon viel passiert hier. Das muss man sagen. Nur das Wasser, ey, das ist ja auch krass immer noch. Seit der 1.13 undenkbar in der Form. Jedenfalls da vorne an dem Haus habe ich ja doch im Nachhinein noch einiges gemacht, wie die Bäume gepflanzt. Ich glaube, daran war früher überhaupt nicht zu denken. Das habe ich irgendwann mal gegen Jahresende gebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Aber erst so vor 3, 4 Jahren. Davor war das noch nicht. Und ansonsten müsste ich noch mal ins Haus sehen. Also das hier ist noch alt, ne? Da habe ich nur mal die Trapdoors ergänzt. Früher waren da irgendwie Schilder, aber das war ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Und ja, hier sind noch die alten Wooden Slabs zum Beispiel drin als kleine Referenz auf die alten Versionen. Dann haben wir hier eigentlich früher Glas gehabt, das weiß ich noch, war immer ganz cool. Nur, ach nee, hier ist das. Habe ich auch sogar gelassen, damit man nämlich schön reingucken kann von oben.
Hier, glaube ich, diese Kajüte war auch noch nicht immer, oder? Dass man hier schlafen kann? Doch, die hatte ich schon länger. Ja, genau. Das war ja eigentlich auch der Sinn, warum ich hier damit umgezogen bin. Das war ja der große Umzug, nachdem ich vorher noch woanders gewohnt habe. Und dahin will ich jetzt eigentlich gleich zum Finale gehen in dieser Welt. Hier sieht man nur noch mal die Lagerbestände, wie sie aktuell sich umfassen oder wie auch immer man es nennen will. Aber ich will mich nicht so lange aufhalten, denn jetzt ist Tag und das sollte man nutzen, um sich mal die restliche Welt anzuschauen. Denn da hinten haben wir einmal natürlich das Dorf, was jetzt teilweise schon gezeigt wurde, aber hier, das ist noch viel geiler irgendwie. Also das ist halt der absolute Ursprung. Das war ja auch eine meiner ersten Welten überhaupt in der Minecraft-Vollversion, die ich selber gespielt habe, also an meinem PC. Ich hatte vorher schon mal beim Kumpel gezockt, aber ja, da hatte man dann hier mal eine eigene Welt und da hatte ich richtig Bock, dieses Haus zu bauen noch, weiß ich, gell? Und mit dem Zaun davor, oh, das ist schon geil, mit dieser Kaktusfarm oder Abwehr. Und dann die Mine, oh, stimmt, habe ich später auch noch so viel weiter gefarmt da drin. Dann hier der erste Itomat, der eigentlich außer Betrieb war, aber man sieht ja, was daraus geworden ist. Irgendwie sind ja immer noch Eier, die ankommen. Man könnte die natürlich mittlerweile auch mit Hoppern auffangen, aber das habe ich nie so weiter gebaut. Hier ist auch noch die erste Schrittehöhle, ne? Und ich weiß gar nicht mehr, wo es dahin geht. Ach so, zum Portal. Okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt rein. Nur, dass man es mal weiß. Und ich würde jetzt vielleicht noch ganz kurz, wenn es klappt, das ist halt mal wieder eine große Welt. Also da kann man gar nicht so schnell alles zeigen. Jedenfalls hier, das ist mein Haus, ne, mit der Einrichtung. Da ist unten auch noch ein Keller mittlerweile. Hier ist so ein Riesending gebaut. Das war 2014 alles. Also auch sehr typisch für die Zeit damals. Vor allem mit diesem Geländer da drin. Das hat mir auch gefallen eigentlich. Aber da kann ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Da habe ich eigentlich doch schon ziemlich viel gebaut. So schlecht ist das gar nicht gewesen hier. Natürlich, da hätte man noch Fenster ergänzen können. Aber das ist auch so ein Ding, das hatte ich mal bei einem YouTuber gesehen in der Art. Dieser modulare Baustil, und da habe ich das ja auch übernommen. Dann diese fette Baumfarm sowieso. Und hier auch nochmal ein riesen neues Grundstück. Also, was ich da alles gemacht habe, das war glaube ich eher 2016 und 17 rum dann, ne? Genau. Also, auch heftig, über wie viele Jahre ich in dieser Welt gespielt habe, einfach mal, wenn man sich das überlegt. Aber ich würde sagen, ich muss wechseln. Ich mache wieder so einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns in der anderen Welt wieder, die ich mir auch schon ausgesucht habe. Ne, die muss ich mir noch aussuchen. Okay, bis gleich. Okay, da bin ich nun auch wieder und zwar in der Berginselwelt, die ich auch schon ziemlich lange in Sepp immer wieder gespielt habe. Ne, da bin ich eigentlich bis heute recht aktiv und das basiert ja auf der Demo-Welt. Ich habe ja früher eigentlich ständig Demo-Welten wieder neu von vorne gespielt, bevor ich die Vollversion hatte, 1.2.5. Und da muss ich sagen dazu, dass diese Demo-Version auf der Beta 1.5, ne, 1.3 basiert hat. Das heißt, auch noch sehr viel älter und deswegen sieht man hier schon die Map. Also ich denke, man erkennt deutlich, dass das noch aus so einer Zeit stammen muss. Außer da hinten, da ist natürlich der Konvertierungsschnitt zu der neuen Version. Und da hinten das einzige Überbleibsel ist aus der alten Version, was noch zwischendurch da rein generiert wurde, das Logo. Und das sind halt irgendwie drei Chunks, die da eben schon gespeichert waren, die dann entsprechend nicht überschritten oder überschrieben wurden von den neuen Geschichten. Kann ich auch mal kurz zeigen, ist irgendwie relativ cool, weil da entsprechend man das gar nicht so krass sieht. Aber dann doch, wenn man genau hinguckt, und zwar hier natürlich sowieso, aber hier hinten, dadurch, dass der Dschungel ja immer nochmal in den Chunk rein generiert, der angrenzt, habe ich am Anfang das gar nicht gecheckt, dass das hier so eine Mulde ist. Da dachte ich nur, hä, wie kann das da oben entstehen, ohne dass unten sich verändert? Aber man muss wissen, dass die Bäume immer noch rüber generieren sozusagen. Also das ist nicht ganz glatt immer bei solchen Konvertierungsschnitten. Und ich hoffe, dass ich es jetzt nochmal schaffe, hinten hinzulaufen, denn ich habe natürlich ein Haus hier und das würde ich gerne erreichen. Ist ja auch eh gerade Nacht, deswegen bietet sich das an. Aber ich glaube, so schnell schaffe ich das gar nicht, denn wir müssen in einer Minute schon wieder weg, also in weniger sogar.
Und oh, ich brauche ja auch noch ein Thumbnail. Was nehme ich denn da? Eigentlich hätte ich doch da vorhin das nehmen müssen. Von der anderen Welt. Obwohl ich glaube, ich mache jetzt einfach eins von hier. Damit ich nicht nochmal zurück muss. Denn das wäre schon ein bisschen nervig. Ja, obwohl ich habe es glaube letzte Folge auch so gemacht, dass ich dann einfach das so mische. Aber ja, ich glaube, heute nehmen wir mal von der zweiten Welt das Thumbnail. Warum nicht? Passt eh irgendwie insgesamt in den Kontext, weil ich 2012 diese Welten viel gespielt habe und naja, da hinten sieht man schon, aber ich platziere mich mal besser. Da sieht man es dann also nochmal aus der Nähe und ich habe gerade schon ein Bild gemacht. Ich weiß noch nicht, welches ich nehme. Jedenfalls, ihr seht schon, es ist ziemlich spät, deswegen muss ich mich beeilen. Es wird ja immer schlimmer von Folge zu Folge. Aber egal, jetzt erstmal danke fürs Zusehen und tschüss.